Hier ist die Allianz Arena auf den Kommentatorenplätzen. Manni Breukmann und Frank Buschmann. Ja, und nicht nur die kommentieren auch heute, sondern auch Florian und meine Wenigkeit. Wir haben jetzt das erste Mal FIFA 15 in der Konsole und spielen jetzt das Freitagsspiel vom 8. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Wir spielen 1860 München gegen Greuther Fürth, also Südderby. Naja. Oh, dann bin ich mal gespannt, was wir reisen können. Das ist die eine Mannschaft mit Aufwärtstrend. Die andere hat sich im Abwärtstrend jetzt von ihrem Trainer verabschiedet. Vorgestern. Ja. Und was haben die Münchner gemacht? Du warst so unten. Frustsaufen auf dem Oktoberfest? Nein. Der ordentliche 60-Fan seufzt nicht. Der unterschreibt einen Zettel, dass es richtig war. Wer macht jetzt? Van Aalen, glaube ich, gell? Ich glaube, ja. Da stand in der Diskussion, aber aktuelle News habe ich dazu nicht. Na, da bin ich mal gespannt. So, also wir haben auch aktuelle Kader und so weiter. Was wir jetzt natürlich nicht gemacht haben, sind uns durchzulesen, wer eventuell verletzt ist und so weiter. Die Mühe haben wir uns jetzt nicht gemacht. Scheiß der Hund drauf. Und wir wissen nicht, was es für neue Features gibt. Also das ist wirklich das erste Spiel. Ja. Also wir haben uns auch die neue Steuerung auch noch nicht angetan und so weiter. Vielleicht sieht es ja jetzt auch sehr... Ach, guck mal hier, mehr Einstellungsmöglichkeiten. Totaler Angriff! Okay, alles klar. Gut, ich fange mal an hier. Ja, dann fangen wir mal an, ne? Ich schätze mal, die Standardbelegung wird noch dieselbe sein. Das hoffen wir jetzt einfach mal. Ansonsten wird es dann doch eher eine Katastrophe. Naja, ich hab ja bisher nur Gutes gehört über FIFA 15. Soll ein bisschen angepasster sein, ne? Hallo? Ja. Och nee, oder? Sehr gut. Och. Hast du wenigstens noch zum Abstoß gerettet? Ja, ja. Na, angeblich soll es realer sein. Oder nur ein Update, ne? Ja, mal gucken wir mal, oder? Ansonsten packen wir das 14er wieder aus. Ah, bisher, also optisch sind es halt nur minimale Anpassungen. Also das muss man schon sagen. Na gut, wir spielen ja auch auf einem kleinen Fernseher. Also wir müssen jetzt einfach... Vielleicht sollten wir es auch mal auf dem großen austesten, ne? Och. Einwurf. Guck mal an, EA Sports hat jetzt auch Facebook. Stefan Schröck. Oh, das hatten sie schon im alten Spiel. Ja. Da gucke ich doch nicht auf die Bande, ne? Okay. Erst der Körper und dann der Ball ins Aus. Also bisher merke ich noch keine Veränderungen, muss ich sagen. Nee. Bisher ist es jetzt mal abgesehen. Oh. Ach du lieber Himmel. Na ja, gut. Warte mal, das war doch keine normale Flugbahn. Wurde der abgefälscht? Ja. Ja, sogar von dir. Ja. Mensch. Aber schön gegen den Rücken geschossen. Hervorragend. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er auf normalen Wege reingegangen wäre. Na gut, das war jetzt Glück, ne? Ja, komm, jetzt steigt aber auch ein bisschen der Druck hier. Du bist 1860-Fan. Um Himmels Willen. Ach du, ich erwarte jetzt. Ich erwarte jetzt wirklich mehr von dir. Ich erwarte jetzt richtige Emotionen. Ja, aber. Du darfst mich ruhig vollflamen, kannst du gerne machen. die Saison ist jetzt schon vorbei, es ist so. Für 1860? Ja, ja, klar, das ist richtig. Das ist vorbei, also das ist. Ey, hallo, warum geht der da nicht hin? Wieso ist das? Guck mal, wieso. Ah, hat schon abgepfiffen. Ist klar. Also ein bisschen langsam ist es offensichtlich auch, das Spiel. Ansonsten die Rasendetails, die sehen ein bisschen anders aus. Also das kann man schon mal erkennen. Weil das, da waren jetzt so Laufspuren angedeutet, ob die so hundertprozentig passend ist. Doch, die passen sogar. Achte mal kurz drauf, warte mal ganz kurz. Sieht das so aus, als wenn ich kleine Spuren mache? Ja. Also wie so ein Hoppelhäschen. Na ja, gut, da weiß man genau, wohin du läufst. Also von... Ja, du brauchst auf jeden Fall keinen extra Spurenleser, wenn du hinterher rennst. Ja. Ja, den kannst du durchlassen, das ist kein Thema. Naja. Den kann man schon mal durchlassen. Das war eigentlich anders geplant. Der hätte eigentlich in die Mitte passen müssen, aber hat er nicht gemacht. Na gut, das ist ja nichts Neues. Ne? Das ist ja, vielleicht waren sie auch am Vorabend saufen, man weiß es nicht genau. Na, Oktoberfest halt. Naja. Naja. Aber das ist ja nichts für dich, ne? Nee, Oktoberfest ist vielleicht gerade nichts für mich. Aber das ist nur für die Touristen, keine Angst. Also das ist.
Ja gut, ich wäre ja ein Tourist, also wenn ich da unten bin. Also wir gehen ja auch nicht auf Tracht dahin, wir gehen in normalen Klamotten dahin, weil wir es können. Ne? Also die Tracht ist nur noch für die Touristen. Boah. Bobby Wood. Aber das Passspiel ist besser, ja. Also auf jeden Fall. Naja, das kann ich gerade von mir nicht behaupten. Oh, das war jetzt so Was ein. für eine klasse Ja, Tat. war ordentlich. Naja. Und unnötig. Also von den Pässen her ist es wirklich noch reeller, Wie bewertet die der finden den Unparteiische Weg nicht diese so. Aktion? Da war es in Ja, FIFA meine 14 zumindest. halt. Wieso hast du einen Wurf? Ja. Ach, wieso denn Weiß Freistoß? Was habe ich denn verpasst? ich nicht. Ich verlange da bitte Wiederholung. Ja, dann mach doch hier. Ich kann mal doch irgendwie so Kurzzeitwiederholung machen, oder? Oh, ja, das war jetzt gut, hä? Hallo, nicht faulen hier. Die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Na toll. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Oh, Leichtigkeit. nee. Zweite Liga, ey. Zweite Liga. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, aber wir spielen jetzt erstmal die zweite und wir freuen uns auf die Mannschaften der ersten. Richtig? Na, da freue ich mich aber riesig drauf, du. Oh nee. Jetzt wolltest du es aber wissen. Was für ein Geboxe du hier. Oh, jetzt aber hier. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Ja, das. Da muss ich schon auf Nummer sicher gehen hier. Also es ist schon anspruchsvoller, gell? Also der Pass findet den Spieler nicht mehr so wie im letzten Teil, Und gell? was soll ich sagen? Schlecht gepasst habe ich vorher auch schon. Ja, aber nee, so allgemein, also das ist es ist schon anders. Aber die rennen so langsam, gell? Ich sage ja, zweite Liga. Wie No. kriegst du denn noch so viel Wucht hinter dem Küssen Kopfball? Also Kopfball. es gibt nach wie vor wirklich Ja, Elemente in in der Flanke FIFA, kann er die nicht für mich nicht abfangen. nachvollziehbar Das liegt sind. gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3 Meter So hart hat rechts er sein nicht Fuß sein genickt. müssen, dann wäre es. Oh, Nix das war jetzt gibt's. wie nichts gibt's hier. Nix gibt's. Ja. Du willst jetzt auch nur über die Pause retten, ne? Über die Pause, ich will sie über das komplette Spiel retten. Nee, bis zur Pause hinretten. Oh. Na, das war jetzt ja wohl absolut unnötig wieder. Ja, typisch. Ich weiß Gut nicht, wie dir das mitgespielt. geht. Er Ich geht habe im manchmal so das entscheidenden Gefühl, Moment also ich dazwischen. habe Ganz manchmal so ein souverän bisschen auf den Kopf gehen. Aufmerksamkeitsprobleme durch diese Trikots, die sich jetzt doch ein bisschen ähneln. Eine knappe Ich finde es Pausenführung. 1 zu 0 ein nach bisschen, 45 ja, du anstrengend für die wolltest Augen. nicht grün haben, weil du Ersatzlos sonst noch den auf Spieler viele nicht vom Tore Rasen hätte. unterscheiden Er konntest. So, als ist hast du jetzt Nee, erst weil es ein auf der hellgrünes gewesen Arbeitsfläche wäre und du hast ja und nur hellblaue. ja und Also groß wäre der Unterschied auch nicht gewesen. ich finde es aber schade, dass sie das dritte Trikot nicht noch mit drin haben. Aber wahrscheinlich, das gibt es dann nur in der ersten. Ach hier. Aber so Aufnahmen, die sind nicht. Oh, hier, guck mal, aber der war doch nicht schlecht, oder? Also, Das der. ist wahrscheinlich jetzt die große Erneuerung, dass du bei den Replays bist, einen schwarzen Balken oben und unten hast. Oh ja, hier ist so 16 zu 9 Move, Ne? ne? Guck mal, war doch nicht schlecht hier vom Okotie. So, Aber war mal. sehr ausgeglichen, hast du gesehen? Alle Spieler sind auf dem Platz. Dass da sich Ja, es war ja auch ein Glückstor, das haben wir ja beide gesehen. Also da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ich meine aber, dass er sich seit ein paar Wochen nicht mehr spielen, ne? Wenn ich mal gespielt habe. Ah, das möchte ich gar nicht. Ach ja, das war kein Foul Das hier. möchte ich gar nicht hören, dass du in ein paar Gemeinsam Wochen schon nicht gespielt hast. Das auf lässt mich nur noch schlechter dem dastehen. Das können wir nicht machen. Der Och, die Schiedsrichter kommen hier, zögert gelb hier. überhaupt nicht. Ja, Gelbe völlig zu Karte. Recht. Völlig zu Recht. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt es kein Vertun, der Aber Schiedsrichter liegt richtig mit das seiner ist schon Einschätzung. detailgetreuer geworden, oder? Also das hat schon jetzt sehr, sehr. Also, so ein bisschen ist es schon optisch Ja. aufgewertet, aber. Naja, es ist halt immer noch ein FIFA, ne? Was sagst du denn Köster. zu der Pro Evolution Version dieses Jahr? Keine Ahnung, nie gespielt, werde ich auch nie. Ja, aber da ist Hinterrein! jetzt auf dem Cover hier unser The Best Friend hier drauf hier. Mario. Mario ist alles andere Ganz als sicher. ein Best Ja, Friend. deswegen sage ich ja, das war jetzt auch ironisch gemeint, ne?
Mario ist der Einzige, der es geschafft hat, nach wie vor nicht beliebt zu sein. Obwohl er im Prinzip den WM-Titel geholt hat. Das stimmt. Ja, ja, einmal eine Bitch, immer eine Bitch. Ja. Ja, das ist halt so. Er hat sich halt verkauft, richtig? Richtig, hallo. Jetzt gib mal den Ball da jetzt hier so. Ah, daraus hättest du mehr machen können. Was? Hab ich doch hier. Oh. Guck mal. Oh nein. Wir sollten vielleicht mal lernen, hier diese Tricks zu machen und sowas. Ne? Jetzt könnte es gefährlich werden. Och, sehr gut. Ecke, oder? Abgelaufen. Keine Ecke. Doch, sicher Ecke. Und hier für alle nochmal die Wiederholung dieser Tätigkeit von gerade eben. Ja, hier sieht man es ganz deutlich. Auf jeden Fall. Unverteidigt. Das müssen wir immer und immer wieder zeigen. Warum gibt es keine Ecke? Weil ich dich abgelaufen habe. Du hast den Ball ins Ausgespielt. Ich will aber eine Ecke. Jetzt gib mal die Ball hier mal hier wieder her. So, oh. Gefährliche Flanke. Och, warum geht denn der da nicht hin? Weil 1860 und so. Und so, gell? Och, komm, warum geht denn der da nicht hin? Aber schau mal her. Den hätte er eigentlich bekommen müssen. Ja. Klares Chancen plus. Ich hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, ein viel engeres Match. Hier, das ist doch hier von Tipico wieder alles hier. Das hat Olli getürkt hier. Hat Olli Makan alles wieder getürkt. Ja, ja. Komm, da guckt der den Ball noch hinterher. Ah, da freut sich mein Kiwa. Guck mal, da rennt er sogar im Kreis vor Freude. Brutschenpüppel. Was ist denn das für ein Name? Ja, das sind halt auch so ein paar Polen, ja. So ein paar Randpolen, die sie eingekauft haben hier. Ah, vorsichtig, vielleicht ist es ein Tscheche. Und wir tun ihnen Unrecht. Achso. Ah ja. Ja. Och, ah, abseits. Nee. Kann ich mich mal drauf ziehen. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Brutschepückblü. Wer kennt ihn nicht? Brutschepückblü. Ja, mit einem Sieg könnte ich mich ja an der Tabellenspitze etablieren. Okay. Obwohl ich mir überlegt habe, dass wir eine eigene Tabelle einführen. Och. Zwischen dir, Daniel, Robert und mir. Und dann? Ja, aber das ist ja dann wieder ungerecht, weil wenn ich die ganzen Pfostenmannschaften kriege, ne, die nicht laufen können. Nein, wir machen hier immer Schnick, Schnack, Schnuck, wer Heimrecht hat. Also das. Also wir nix mit hier. Ich komme zuletzt und krieg die Idiotenmannschaft, ne? Ne. Das kann nicht passieren, das kann nicht passieren. Das ist schon ein bisschen fairer, das System. Den muss er jetzt reinbringen. Och. Ah, vorbeigerannt ist er. Er wackelt leicht, aber er bleibt einfach oben. Stefan Schröck. Was? Hä? Wo hat der denn hinge... Ich hab doch gar nicht passend gedrückt. Was soll das denn? Vielleicht hat er ja mal mitgedacht, ne? Och, Mann. Und da wusste er überhaupt nicht mehr, ja, vielleicht war das so eine Verbesserung. Eine von diesen sogenannten Verbesserungen. FIFA ist ja bekannt, EA ist ja bekannt, gell, für Verbesserungen. Komm, gib mal den Ball jetzt. Schöne Flanke. Diesen gute Parade. Was auch sehr traurig ist, dass sie die iPad-App jetzt, dass es jetzt nur noch Ultimate gibt. Also es gibt keinen Anstoß mehr oder so, sondern es gibt nur noch Ultimate. Das ist schon sehr traurig. Ne? Und sie haben es immer noch nicht geschafft, dass diese Ultimate-Dinger zusammen spielen. Also du spielst dann wieder nur getrennt, alleine. Für dich. Ah, das ist kacke. Das ist halt traurig, weil das wäre... Ja, so ein gemeinsamer Club wäre schon was eine feine Geschichte. Genau, dass du direkt übers iPad spielen kannst und halt dann hier deine Ultimate-Mannschaft noch hochpushen kannst, gell? Ne? Ja gut, das ist... Das halte ich nicht für clever. Weil dann können ja Leute Punkte machen, die FIFA nicht können. Da halte ich nichts von. Also schon selber spielen, das sollte schon, ja, Grundvoraussetzung kannst, sein. Musst du ja auch, du kannst ja im Ultimate-Modus spielen, aber FIFA 14 gab es noch einen Anstoßmodus fürs iPad. Und den haben sie wegrationalisiert. Können sie kein Geld damit verdienen, ne? So. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Bin sehr zufrieden. 2-0.
Ja, gut, 1-0, ja. Das abgezogen habe ich dich, Junge. Ach, guck mal hier. Die abgezogen habe ich dich. Die haben sich gegenseitig blockiert. So. Schindler und Potschuklücke. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Beugmann. Ich darf mich dann verabschieden. Ah, gibt's noch die schönen Wiederholungen. Wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal. Das hätte sein können. War es aber nicht. Hätte. Das, hier, das hätte sein können. War es aber nicht. Ja. Ärgert er sich. Völlig zu Recht. Und dann macht er sowas hier. Da haut er einfach den Schröck in die Knochen. Völlig zu Recht. Dass er erst keine Leistung bringt und dann. Also das war ein bisschen schlecht geschnitten jetzt. Schröck, kommt er nicht vom, das ist doch von Frankfurt, der Schröck. Weiß ich nicht. Oh, das sind hier aber echt top. Ah, das sieht, das nochmal zusätzlich hochgerendert und so weiter. Hier sowas hier, sieht gut aus. Ja. Ja. Das gibt auf jeden Fall schöne Vorschaubilder. So viel ist mal sicher. Gut, alles klar. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Reinschalten. Herzlichen Dank fürs Mitspielen, Florian. Und wir konzentrieren uns jetzt auf das Samstagsspiel Karlsruher SC. Ach Quatsch, nee, komm, wir nehmen Union Berlin gegen Darmstadt. Na gut. Das ist interessanter. Alles klar, okay. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.